Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 18, Aktuelle Stunde, Fraktion der SPD, Sicherheit für heute und morgen durch Einführung einer Grundrente von 900 Euro 2098. Das Wort hat der Kollege Wolfgang Decke, SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wer jahrzehntelang gearbeitet, Angehörige gepflegt oder Kinder großgezogen hat, der verdient Respekt. Die Grundrente, von der wir reden, soll allen zustehen, die viel geleistet, aber wenig bekommen haben. Und, meine Damen und Herren, ich betone ausdrücklich, sie ist für uns keine Sozialleistung, sondern sie ist Anerkennung. Es geht darum, Lebensleistungen anzuerkennen, ohne Wenn und Aber. Und dieses Ziel werden wir auch in diesem Hause konsequent verfolgen, meine Damen und Herren. Und trotz aller Unkenrufe werden wir das machen, trotz allem Gezeter über angebliche Ungerechtigkeiten und angeblicher Unfinanzierbarkeit. Ich sage Ihnen, das Geld ist da für diese Maßnahme. Man muss es nur wollen. Denn es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass Arbeit sich lohnt, auch in der Rente. Also, meine Damen und Herren, nicht nur bei jeder Gelegenheit über zu kleine Renten und Altersarmut jammern, sondern etwas dagegen tun. Wir wollen das, wir machen das einfach, meine Damen und Herren. Okay? Störe ich euch? Dann ich habe noch ein bisschen Zeit. Alles gut. Also, meine Damen und Herren, wir wollen das einfach machen und einfach anpacken. Und deshalb begrüßen wir außerordentlich den Vorschlag des Bundesarbeitsministers, der eine Anhebung bis teilweise über 900 € vorsieht. Aber wir unterstützen das nicht nur, sondern wir werden das in diesem Hause auch mit Nachdruck verfolgen, meine Damen und Herren. Weil die Verhinderung von Altersarmut für uns eine zentrale politische Aufgabe ist, mit der wir uns auch hier in diesem Hause zu befassen haben. Denn es geht auch darum, dass hessische Rentnerinnen und Rentner eine stabile Rente brauchen, meine Damen und Herren. Ich will es ausdrücklich betonen, für uns ein Kernversprechen des Sozialstaates. Wer jahrzehntelang in die Rentenversicherung eingezahlt hat, soll im Alter ordentlich abgesichert sein, und zwar besser als derjenige, der nur kurzzeitig oder gar keine Beträge geleistet hat. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit für uns. Wir halten das für richtig und ein wichtiges Signal. Vor allem ein sozialstaatliches Vorhaben ist das. Und ich will die Zahl ausdrücklich nennen. Davon können 3 bis 4 Millionen betroffene Menschen profitieren. Und zu den vermeintlichen Kritikpunkten an dem Vorschlag von Hubertus Heil, die vermutlich jetzt auch gleich hier im Plenum kommen werden, will ich ein paar kleine Anmerkungen machen. Die teilweise Steuerfinanzierung wäre systemwidrig und verletze die Eigentumsgarantie der Renten, heißt es an der einen oder anderen Stelle. Wissen Sie, die betroffenen 3 bis 4 Millionen Menschen können sich von dieser Eigentumsgarantie als solche noch nichts kaufen. Das macht ihre kleine Rente nicht größer. Und am Ende muss man die Entscheidung nämlich treffen, ob man im Falle von Armutsrenten am alten Rentensystem in dieser Weise festhält, oder handelt man nach dem Sozialstaatsprinzip, das den Menschen soziale Sicherheit gibt und mittels Steuerfinanzierung ihre Rente aufbessert. Darum wird es gehen am Ende. Und dann ist da noch die Frage der Bedürftigkeitsprüfung, an der die Union offenbar festhalten will. Auch hier muss man sich entscheiden. Will man Millionen von Rentnern zu Fürsorgeempfängern machen, denen man dann bis ins S-Gefach nachsteigen will? Das wollen wir garantiert nicht. Das würde den Respekt vor der Arbeits- und Lebensleistung dieser Menschen, für die sie mindestens 35 Jahre Beitragssätze erzielt haben, wirklich konterkarieren, unabhängig von dem immensen Verwaltungsaufwand, der das aufwerfen würde. Und dann gibt es dann noch den Hinweis auf die reiche Zahnarztgattin, meine Damen und Herren. Dass die angeblich von der Grundrente auch profitieren könnte, das kann ja wohl kein ernsthaftes Gegenargument sein, es nicht zu machen, meine Damen und Herren. Oder finden Sie es etwa besser, dass stattdessen ein paar Millionen betroffene Frauen und Männer in die Röhre gucken oder zum Sozialfall abgestempelt werden? Wir finden das keinesfalls besser, meine Damen und Herren. Im Übrigen, die das kritisieren, von denen habe ich bisher noch keine Kritik gehört, dass Millionäre von der Streichung des Solis auch profitieren würden. Da hätte ich mir dann den gleichen Applaus an der Stelle auch gewünscht. Lassen Sie mich zum Schluss noch 2 kurze Anmerkungen zur Finanzierungsfrage machen.
Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag der Fraktion Die Grünen, Frau Göring-Eckardt, hat getwittert, es ist nicht erkennbar, woher die Finanzierungsspielräume für heiß milliardenschwere Grundrente kommen sollen. Ulrich Schulte von der TAZ hat zurückgetwittert, manchmal sind die Grünen wirklich lustig. Sie glauben nicht an Finanzierungsspielräume für heiß Grundrente, aber sie selbst fordern eine neue Grundsicherung für schlappe 30 Milliarden €, meine Damen und Herren. Das ist schon ein kleiner Joke, weil die SPD-Grundrente ist sehr nah mit der grünen Garantierente. Also, ich lasse das einfach einmal im Raum stehen. Da ist mir der Finanzminister Olaf Scholz schon lieber, denn der hat sehr deutlich gesagt an der Stelle, dass er den Plan vom Bundesarbeitsminister unterstützt und hat ausdrücklich gesagt, mit hoher Priorität muss das finanziert werden, meine Damen und Herren. Also, da sind wir auf der sicheren Seite. Kollege Decker, muss zum Schluss kommen, langsam. Herr Präsident, dann gab es noch den Hinweis, dass ja gute Löhne die Grundrente senken würden. Da sind wir ganz bei Ihnen. Das fordern wir schon lange. Und wenn Sie endlich mitmachen, dann schaffen wir das auch noch. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kollege Decker, das Wort hat die Frau Abg. Claudia Ravensburg, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen! Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat mit seinem Vorstoß zur bedingungslosen Grundrente große Erwartungen bei den Bürgerinnen und Bürgern und Rentnerinnen und Rentnern geweckt. Doch kann er diese Erwartungen auch erfüllen? Diese Frage hätte er schnell beantworten können, wenn er mit seinen Ministerkollegen und Parteifreunden Finanzminister Olaf Scholz einmal geredet hätte. Der hat nämlich trotz sprudelnder Steuerquellen bereits jetzt ein dickes Loch im Haushalt entdeckt, 25 Milliarden €, wie man gestern aus der Presse entnehmen konnte. Meine Damen und Herren und Herr Decker, ich habe zugehört, die Diskussion um die Grundrente, die ist richtig. Ja, da stimmen wir zu. Denn es ist einfach ungerecht, wenn die oft zitierte Friseurin nach 40 Jahren in Vollzeitarbeit eine Rente bekommt, von der sie nicht leben kann. Und da finden auch wir es Handlungsbedarf. Und deshalb hat die Große Koalition im Bund im Koalitionsvertrag die Grundrente mit einer Bedürftigkeitsprüfung vereinbart. Und diese Vereinbarung, die ist finanzierbar und die ist solide. Und das unterscheidet uns grundlegend von dem Vorschlag von Minister Heil, der weit über die Koalitionsvereinbarung hinausgeht. Und da fragt man sich doch, ist das jetzt ein klarer Bruch des Koalitionsvertrages oder vielleicht nur eine Aktion, um im Wahljahr Stimmen in den neuen Bundesländern zu fischen? Schließlich ist er ja kein Neuling in der Großen Koalition und weiß ganz genau, was geht und was nicht geht. Und nicht geht eben, den schwarzen Peter der CSU, CDU zuzuschieben. Solide Politik bedeutet auch immer, den Bürgern nur das zu versprechen, was auch nachhaltig machbar ist. Machbar auch dann, wenn die Steuerquellen einmal nicht mehr so sprudeln. Schließlich soll die Grundrente, Sie haben es gesagt, aus Steuermitteln finanziert werden. Herr Decker, auch wir wollen die Leistung, die langjährige Leistung der Menschen anerkennen. Und der Koalitionsvertrag zeigt auch den Weg, wie es geht. Denn es muss sich auch in einer auskömmlichen Altersrente widerspiegeln, wenn man jahrzehntelang geleistet hat und gearbeitet hat. Und deshalb sollten diese Menschen ein Alterseinkommen erhalten, das deutlich über der Grundsicherung liegt. Richtig. Kriterium sollte aber dabei auch sein, dass sie über kein anderes Einkommen verfügen, sie also bedürftig sind. Und das wurde auch so im Koalitionsvertrag verankert, auch mit Einverständnis der SPD. Aber ist es denn auch gerecht, wenn die Rente, wie Hubertus Heil es vorschlägt, bedingungslos an alle ausgezahlt wird, ohne jegliche Prüfung, ob sie überhaupt bedürftig sind? Ich sage nein. Denn dann würde die Grundrente nicht zu mehr Gerechtigkeit, sondern zum Gegenteil, zu mehr Ungerechtigkeit führen. Finden Sie es nicht auch ungerecht, wenn die alleinerziehende Mutter,
die gar nicht in Vollzeit arbeiten konnte, weil sie sich eben auch neben dem Arbeitsleben um ihre Kinder gekümmert hat, die gleiche Grundrente dann bekommt wie jemand, der nur deshalb in Teilzeit gearbeitet hat und auch die niedrige Rente bewusst in Kauf genommen hat, weil er z.B. über Mieteinnahmen, über Kapitaleinkünfte oder auch ein gemeinsames Gehalt mit dem Ehepartner verfügt hat. Oder, Herr Decker, finden Sie es gerecht, dass die schon genannte Friseurin oder auch die Fachverkäuferin oder der Mitarbeiter in der Altenpflege eine genauso hohe Grundrente bekommt wie die Ehefrau des Zahnarztes, den Sie gerade erwähnt haben, die sich um Haus und Hof gekümmert hat und nebenbei aber auch noch ein paar Stunden arbeiten wollte? Herr Decker, ich finde, es geht hier um Solidarität, es geht um Gerechtigkeit, und ich finde es nicht gerecht, auch nicht gegen den Steuerzahler mit mittlerem Einkommen, der die Renten mit seinen Steuern auch mitfinanzieren muss. Meine Damen und Herren, gerecht ist, wenn wir die Lebensleistung der langjährigen Arbeitnehmer anerkennen. Gerecht ist es, dann zu helfen, demjenigen, der bedürftig ist. Gerecht ist, wenn wir den Arbeitnehmern nach jahrzehntelanger Arbeit die Angst nehmen, dass sie im Alter in Armut verfallen. Gerecht ist aber auch, wenn wir genau diesen Menschen nichts versprechen, was wir nicht halten können. Und das würde ich auch Hubertus Heil wünschen. Danke. Vielen Dank, Kollegin Ravensburg. Das Wort hat die Frau Abg. Böhm, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Rente ist ein wirklich wichtiges Thema, was ja bei vielen Menschen zur Verunsicherung beiträgt. Haben wir noch eine Chance auf eine auskömmliche Rente, oder müssen wir davon ausgehen, dass wir im Alter arm bleiben? Ich denke, der Ansatz der SPD ist im Grunde lobenswert. Es gibt eine deutliche Verbesserung für eine größere Personenanzahl. Es ist steuerfinanziert. Es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung. Genau das ist auch richtig. Ich würde eher vielleicht mal überlegen, ob wir eine Reichtumsprüfung einführen, weil genau das wäre eigentlich das Thema, zu schauen, wo kommt denn eigentlich das Geld im Haushalt her, um wirklich auch dafür für soziale Sicherheit und für soziale Sorge zu sorgen. Und es bleibt vielen Seniorinnen und Senioren erspart, arbeiten zu gehen, obwohl sie es gar nicht mehr wollen. Viele müssen ja nach der Rente weiterarbeiten. Oder sogar, wie wir es ja oft genug erleben, sie müssen Flaschen sammeln gehen. Es gibt viele Menschen, und die Parität rechnet, dass es 75 % der Bedürftigen sind, die sich nicht trauen, zum Sozialamt zu gehen und eine Grundsicherung zu beantragen. Und gerade auch aus Angst vor negativen Konsequenzen, aus Scham, weil sie dem Staat oder der Gesellschaft nicht auf der Tasche liegen wollen. Und ich denke, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich eine Grundrente einführen und dass sie auch nicht nach Bedürftigkeit geprüft wird. Was wir auch gut finden an diesem Vorschlag, dass er deutlich anders ist als die Vorschläge für eine Riester- oder die Riester-Rente oder die Vorschläge für eine Deutschlandrente, wo die Sozialversicherungspflichtigen mit aller Macht in die privatisierte Vorsorge getrieben werden, die ja nur den Versicherungen dient. Und auch bei der Riester-Rente sehen wir, so ganz erfolgreich war die Sache ja nicht. Die Menschen merken selbst, dass sie ihre Rente nicht abhängig machen wollen von den Börsenkursen und hier nicht bereit sind und auch oft gar nicht in der Lage sind, persönlich vorzusorgen. Weil wer denn Armut im Alter befürchten muss, der ist doch heute gar nicht in der Lage, so viel Geld in eine private Vorsorge einzubringen, dass er hinterher da noch etwas rauskommt, was vernünftig ist. Deswegen ist diese Sache eigentlich nur ein Zuverdienst, eine Möglichkeit für die Versicherungswirtschaft, reich zu werden, aber keine Möglichkeit, die Menschen abzusichern. Also ein Schritt in die richtige Richtung, aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, 900 € bleiben zu gering.
Also, wenn wir hier im Rhein-Main-Gebiet wohnen, gerade in Ballungszentren oder auch in anderen Regionen, wissen wir, dass wir mit der Miete gerade so hinkommen würden. Da kommen wir gerade auf die Grundsicherung. Ja, es gibt noch Wohngeld, genau. Dazu komme ich gleich. Danke für den Hinweis. Leider ist das Wohngeld aber nicht so auskömmlich. Das dient ja gerade dazu, dass wir nicht in die Grundsicherung fällt. Für mehr ist das Wohngeld ja auch nicht da. Es bleiben auch viele Dinge noch ungeklärt in diesem Konzept. Warum wird jemand, der 34 Jahre und 11 Monate beschäftigt ist, keine Grundrente bekommen? Wie werden denn Menschen unterstützt, die gerade in den 80er, 90er Jahren lange erwerbslos waren? Wir haben lange Erwerbslosenzeiten. Oder Menschen, die immer wieder in Minijobs arbeiten mussten. Oder ich denke nur an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im akademischen Bereich, die inzwischen nur noch von Mini- zu Mindestjob zu prekärer kurzfristiger Beschäftigung kommen und dazu noch lange Ausbildungsphasen haben. Wie wollen denn diese Menschen sicherstellen? Also, ich denke, zu diesen Fragen bietet das Konzept noch keine Antworten. Die Reaktionen aber aus der CDU zeigen jetzt schon, dass der, wenn auch teilweise begrüßenswerte Vorschlag, wahrscheinlich wieder ein Rohrkrepierer wird, wie vieles andere auch, und aus dem Berg ein Mäuslein geboren wird. Aus dem Elefant war das genau. Wie gestern auch, wir wollen Hartz IV überwinden, und dann wollen wir nun mal vielleicht an der einen oder anderen Sanktion drehen. Also, ich denke, hier darf man sich nicht unglaubwürdig machen. Diesen Rat gebe ich Ihnen, weil ich finde es wichtig, die Menschen tatsächlich auch ernsthaft und in ihrer Sorge ernsthaft zu nehmen. Wichtig ist für uns, DIE LINKE will einen wirklichen Schutz vor Armut im Alter haben, und dazu gehören viele Korrekturen, z. B. der Agenda 2010. Wir brauchen sofort einen Mindestlohn von 12 €. Wir brauchen Finanzierung von Arbeit statt Arbeitslosigkeit. Das gesetzliche Rentenniveau von 53 beim regulären Frau Böhmig, darf ich darauf hinweisen, dass Ihre Redezeit abgelaufen ist? Gleich, ja, danke. Muss wieder eingeführt werden. Und auch nur ein Blick in das Nachbarland Österreich zeigt, es geht mit einer besseren Rente, wenn alle einzahlen. Danke schön. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich weise darauf hin, dass es die erste Rede der Abg. Böhm war. Als Nächster darf ich Herrn Pürsün von der FDP hier ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Gerne hätte ich in meiner ersten Rede zum eklatanten Hebammenmangel in Hessen und zur Untätigkeit der Landesregierung gesprochen. Aber dann kam Bundesminister Heil mit seinem Vorschlag zur Rente. Ich hätte gedacht, dass die SPD in Hessen abtaucht. Minister Heil, wer ist das? Noch nie gehört. Was haben wir denn damit zu tun? Sie tat es aber nicht und fand dann auch noch eine unpassende Überschrift. Wie soll denn eine Rente stabil sein, wenn die Politik dazu nicht nachhaltig ist? Die Bundesregierung hat in der aktuellen Wahlperiode schon 7 Milliarden € Mehrkosten in der Rente verursacht. Und plötzlich entdeckt Minister Heil eine neue Ungerechtigkeit. Minister Heil spricht von Menschen, die einen Lebtag gearbeitet haben. Wer aber nur 34 Jahre, 11 Monate gearbeitet hat, hat für die SPD also nicht genug geschafft. Die Idee verdient nicht die Bezeichnung Respektrente. Eine solche Politik ist einfach nur respektlos. Angst vor Umfragen ist kein guter Ratgeber. Mehr Besonnenheit und Prinzipientreue sind angebracht. Wir Freie Demokraten lehnen den ungerechten Vorschlag der SPD entschieden ab. Die SPD macht Sozialpolitik mit der Gießkanne und lehnt eine Bedürftigkeitsprüfung ab. Warum sollte es eine Sozialleistung ohne Bedürftigkeitsprüfung geben?
Aber niemand muss besorgt sein, denn die bessere, weil gerechtere Politik kommt von den Freien Demokraten. Wir gehen gezielt gegen Altersarmut vor und lehnen eine Rente als Gnadenleistung der Politik ab. Der Basisrentenvorschlag der Freien Demokraten hat in der Internetumfrage einer Zeitung 80% Zustimmung erfahren. Er ist ganz einfach, verständlich und im Gegensatz zur SPD gut kalkuliert. Um die Ungerechtigkeiten des falschen Vorschlags zu beseitigen, sollten 20% des Rentenanspruchs nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden, sodass auch die, die z. B. 34 Jahre 11 Monate gearbeitet haben und eingezahlt haben, einen, ich nenne es mal, Leistungszuschlag von einem Fünftel der Rente für sich behalten können. Die SPD verstößt gegen den Generationenvertrag, wenn sie jungen Generationen immer mehr Lasten aufbürdet. Auch Großeltern wollen nicht, dass Enkel die Folgen falscher Politik zu schultern haben. Denn es ist unfair. Wir Freie Demokraten wollen den Menschen den finanziellen Spielraum lassen, um vorsorgen zu können. Da verhindert jede Erhöhung der Steuer- und Abgabenlast eine ausreichende Vorsorge. Dabei ist ein hoher Anreiz, vorzusorgen, notwendig. Wir fordern klare Kriterien für die Rente, also Dauer der Einzahlung und Höhe der Beiträge ergibt Rentenhöhe. Mehr Arbeiten wird oft nicht belohnt, sondern bestraft. Wo bleibt dann der Anreiz, vorzusorgen? Wir müssen niedrige Einkünfte entlasten sowie Hinzuverdienstgrenzen und Freibeträge intelligent setzen. Es gibt im Sozialsystem zu viele widersprüchliche Regelungen, die mehr Arbeit und mehr Verdienst auch noch bestrafen. Auch das ist unfair. Jeder Eingriff von Union und oder SPD in die Sozialsysteme hat es für die Bedürftigen unübersichtlicher gemacht. Bündelung von Leistungen und Zahlungen in einem liberalen Bürgergeld wirft jede Änderung des Sozialsystems neue Probleme auf. Rentenversicherung, Grundsicherung und Wohngeld sind nicht wirklich kompatibel. Auch das ist unfair. Eine mögliche Versorgungslücke muss frühzeitig erkennbar sein. Das heißt, wir müssen viel früher ansetzen, weit vor Renteneintritt und besser aufklären. Über die Hälfte der Menschen weiß nicht, wie hoch ihre Altersversorgung aus verschiedenen Bezügen ist. Da wollen wir Freie Demokraten ansetzen. Es soll keine Überraschung geben, sondern Transparenz in einem datensicheren Internetportal, in dem alle Ansprüche gebündelt sind und hochgerechnet werden können. Wer den Eindruck erweckt, Menschen könnten sich allein auf die gesetzliche Rente verlassen, handelt verantwortungslos. Wie sehr die SPD von ihrem eigenen Konzept überzeugt ist, erkennt man jetzt momentan hier im Plenum von allen Fraktionen. Obwohl sie unterschiedlich groß sind, sind am wenigsten Kollegen von der SPD anwesend. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, verlassen Sie den falschen Holzweg. Wir empfehlen Ihnen und dem gesamten Haus unser Basisrentenkonzept. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es selber schon gesagt, Herr Pürsün, das war Ihre erste Rede hier im Parlament. Herzlichen Glückwunsch. Als Nächsten darf ich Herrn Schenk von der AfD vorne ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, werte Damen und Herren, verehrte Gäste, liebe Sozialdemokraten, wie groß muss Ihre Verzweiflung sein, wenn Sie im Wahljahr 2019 auch in Hessen das Thema Rente besetzen, obwohl die dafür zuständige Bundesebene schon jede Menge fachkundige Kritik einstecken musste? Sozialdemokratische Politik ist heute kaum mehr zu erkennen. Und da die personelle Zerstrittenheit als Dauerzustand hinzukommt, sollen Schlagworte und Aktionismus über die offensichtliche Ratlosigkeit hinwegtäuschen. Erbarmungswürdig der Sinkfluch. Wenn man das vergleicht mit Georg August Zinn zu Thorsten Schäfer-Gümbel, damals war es noch die CSU von Hessen, Willy Brandt, Helmut Schmidt und Andrea Nahles. Und Sie wissen, was ich meine. Höchst selbst und vollumfänglich verdient.
Der klassische Drei-Generationen-Zyklus scheint hier zu greifen. Aufbauen, erhalten, zerstören. Sie, und das glauben wir, haben sich vorgenommen, unser Land zu zerstören. Und bald haben Sie es wohl auch noch geschafft. Angst vorm Wähler. Wer wählt Sie noch? Wer wählt Sie noch? Der klar denkende, respektvoll Malocher genannte Arbeiter hat längst eine Alternative gefunden. Und ob die von Ihnen eingeladenen Fachkräfte es einmal Ihnen danken werden, ist auch noch nicht entschieden. Natürlich gehört die Rentenpolitik zu den wichtigsten Themen. Sie sollte nicht zerredet werden, am wenigsten von Ihnen, wo Sie doch vorgeben, Stimme der arbeitenden Bevölkerung zu sein. Die AfD steht dazu, unsere Steuern und Sozialabgaben für unsere Bürger. Daseinsvorsorge und soziale Gerechtigkeit beginnt für uns schon mit bestmöglicher Bildung und Ausbildung unserer Jugend, Förderung und wirtschaftliche Absicherung junger Familien, Erhalt und Ausbau der Infrastruktur und der sozialen Sicherungssysteme. Und besonderen Wert legen wir auf eine auskömmliche Rente, auch als Ergebnis der Leistung eines langen Arbeitslebens. Denn, und das muss man einfach einmal hier betonen, die Rente ist kein Almosen. So sieht die AfD die soziale Gerechtigkeit und die Solidarität in einer Gesellschaft. Sie dagegen sind treibende Kraft der merkelschen Politik, die zu unser aller Schaden ungezählte Milliarden Steuergeld in die sogenannte Euro-Rettung, die Energiewende und die Asylindustrie abfließen lässt. Und damit erzeugen Sie die klassische keynesianische Scheinkonjunktur und Fehlallokation. Abgesehen von einem schwarz-gelben Intermezzo ist die SPD jetzt schon seit 20 Jahren in der Bundesregierung. Altersarmut und Abstiegsängste haben eine Ursache, liebe Sozialdemokraten. Die Bürger haben nicht vergessen, wie Sie nach einer langen Kohl-Ära zusammen mit den grünen Ministern in Turnschuhen die Agenda 2010 umgesetzt haben. Sie sind die Erfinder von Hartz IV mit dem Verlust aller privaten Vorsorge und den Absturz in die Grundsicherung. Hungerlöhne durch Leiharbeit, Minijobs und Praktika. Sie haben den größten Niedriglohnsektor Europas geschaffen und in Kombination mit einer der niedrigsten Rentenquoten, mittlerweile 49% aller Industrienationen, die Altersarmut vorprogrammiert. Man sollte nicht den Bock zum Gärtner machen. Das Rentensystem ist zur Dauerbaustelle geworden. Durch eine Rentenpolitik auf Sicht gab es nur opportune, wohlklingende Flickschusterei statt langfristige Lösungen. Gewerkelt, herumexperimentiert haben SPD und GroKo am Rentenrecht immer wieder. 2001 Neugestaltung der Rentenformel durch dauerhafte Absenkung des Rentenniveaus, Einführung der Riester-Rente, ein Verlustgeschäft für die Versicherten, ein Erfolgsmodell für die Versicherungskonzerne, Kürzung der Hinterbliebenenrente und Witwenrente von 60% auf 55%. 2003 voller Pflegebeitrag für Rentner. 2006 stufenweise. Herr Schenk, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Also, da kann ich nur noch. Dieser mögen einige Angst vor dem Klimawandel haben. Bedeutender ist heute die Zahl der Bürger, die Angst vor Monatsende hat. Dieser Antrag der SPD ist oberflächliche Stimmungsmache. Wir versprechen Ihnen eine lebendige Debattenkultur. Ihrem Antrag werden wir natürlich ablehnen. Danke. Meine Damen und Herren, das war die erste Rede des Abgeordneten Schenk. Als Nächsten darf ich dem Kollegen Bocklet ans Mikrofon bitten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe den Eindruck, dass
die beiden letzten Redner der Sache nicht angemessen gesprochen haben. Ich finde, dass das Thema Altersarmut, Verarmung von Rentnern, die soziale Frage, wenn man das Lebensalter erreicht hat und Sorgen hat, wie man dann sein späteres Leben weiterfinanziert, dass das eine der großen gesellschaftlichen Fragen ist, vor denen wir stehen, für die wir auch Lösungen brauchen. Deswegen ist es auch völlig richtig, dass wir in der Sache dazu diskutieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber lassen Sie mich gerne auch noch hinzufügen, dass ich dennoch verwundert bin, dass es heute schon den Weg in die Aktuelle Stunde gefunden hat. Ich sage das deshalb, Herr Kollege Decker, wo ist er? Da ist er. Ich verstehe das so, dass Sie uns an Ihrer Freude teilhaben lassen wollen, dass ein SPD-Minister auf Bundesebene zu einem sozialen Thema einen Vorschlag unterbreitet hat. Diese Freude teilen wir, wenn ich das so weit sagen darf. Sie haben aber in Ihrer Koalitionsvereinbarung, und es ist jetzt keine Einmischung in Ihre Angelegenheiten, aber Lesen hilft, die Lebensleistung von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, soll honoriert und in ein regelmäßiges Alterseinkommen 10% oberhalb des Grundsicherungsbedarfs zugesichert werden. Die Grundrente gilt für bestehende und zukünftige Grundsicherungsbezieher, die 35 Jahre an Beitragszeiten oder Zeiten der Kindererziehung bzw. Pflegezeit aufweisen. Voraussetzung für den Bezug der Grundrente steht in Ihrem Koalitionsvertrag ist eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsicherung. Die Abwicklung der Grundrente erfolgt durch die Rentenversicherung. Das ist Ihr Koalitionsvertrag. Am 3. Februar veröffentlicht Hubertus Heil einen Vorschlag mit der Einführung einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Ich weiß jetzt nicht, soll ich mich jetzt schon freuen dürfen können, dass diese Rente so kommen könnte, oder wird es so sein, dass wir uns in 3 Monaten darüber unterhalten können, dass die Große Koalition zwar viel gestritten hat und damit auch nicht zu einer guten Stimmung in diesem Land beigetragen hat und dass sie dann aber nichts entschieden hat. Darüber weiß ich noch nicht, worüber man sich in dieser Stunde freuen kann. Und der zweite Punkt, was mich auch mit großer Verwunderung umtreibt, wenn der Kollege Heil einen Entwurf mit Eckpunkten vorlegt, dass eigentlich der gleiche SPD-Kollege, der Finanzminister Scholz, dann sagt, dieser Vorschlag sei nicht finanzierbar, dann frage ich mich schon, wie funktioniert die Kommunikation innerhalb des Kabinetts und wie funktioniert eigentlich die Kommunikation innerhalb der Großen Koalition? Ich finde das kein professionelles Regieren. Ich hätte gerne einen Gesetzentwurf und möglichst auch schon in dritter Lesung beschlossen. Dann können wir gerne auch mal hier darüber in der Sache weiter reden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben doch gesagt, dass Herr Scholz ist doch vernehmbar, dass er gesagt hat, es gibt keine finanziellen Spielräume mehr. Das macht er doch am selben Tag, als Herr Hubertus Heil seine Vorschläge vorgemacht hat. Ich würde mich gerne darüber tatsächlich in der Sache darüber unterhalten. Es gibt eine sehr spannende Diskussion in der Rente. Ich glaube nur, dass ich finde, dass es zu einem professionellen Regieren gehört. Das mag man ja spießig finden, dass man zunächst zu seinem Koalitionspartner geht, einen geeinten Gesetzentwurf abspricht, den einbringt und den auch verabschiedet. Ich finde das professionelles Regieren. Ich habe den Eindruck, dort wird es niemals so ankommen, wie Sie es gerade diskutieren. Deswegen frage ich mich, worüber reden wir eigentlich im Detail? Das ist doch der Punkt, der uns alle ein wenig verwirrt. Ich sage es noch einmal, dieses Thema ist extrem wichtig. Es wird entscheidend dafür sein, wie der soziale Zusammenhalt in diesem Land und in dieser Gesellschaft organisiert ist. Wir wollen auch, wie Sie, wir Grüne haben in der Bundestagsfraktion das Konzept der Garantierente vorgelegt. Mein Kollege aus Frankfurt, Bundestagsabgeordneter Wolfgang Strengmann-Kuhn, hat daran gearbeitet. Auch wir haben die Eckpunkte festgelegt, ähnlich wie Sie es getan haben, dass man, wer länger als 35 Jahre einzahlt, tatsächlich auch eine Grundrente bedarf. Das ist richtig. Die Frage der Ungerechtigkeiten, die sind immer gestellt. Natürlich hat jede Grenzziehung auch Ungerechtigkeiten, aber auch darüber kann man ja in dem Detail auch Lösungen finden, wenn man das will. Aber ich würde mir von der FDP, Herr Kollege Pürsün, vor allem wünschen, dass man mal in dem Ziel einig ist, dass wir so wie es ist, kann es doch nicht bleiben. Wir können doch die Menschen mit 424 € doch nicht so in ihr Lebensabschnitt gehen lassen. Und wenn dem so ist, dann müssen wir gemeinsam über Lösungen nachdenken. Und allein die private Vorsorge wird das Thema nicht lösen. Wir müssen auch staatliches Geld in die Hand nehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb nehmen Sie mit in der letzten halben Minute meiner Redezeit. Ich finde dieses Thema Grundsicherung oder Garantierente oder Grundrente, egal welches Modell am Ende des Tages herauskommt, es muss für uns klare Verbesserungen geben für die Menschen, die das Lebensalter erreicht haben, die lange gearbeitet haben, die sich dafür abgemüht haben, dass sie tatsächlich auskömmlich und noch im Wohlstand leben können. Dem Ziel muss alles untergeordnet werden. Ich finde, es ist ein Vorschlag, der respektvoll vorgelegt wird, über den man diskutieren kann. Wir Grünen haben auch den Vorschlag gemacht, dass man die Einkommen der Rente erhöht, dass man auch mehr Menschen einzahlt,
zahlen in die Rente unter dem Stichwort Bürgerversicherung. Wir brauchen mehr Menschen, die einzahlen. Herr Bocklet, darf ich auf die abgelaufene Redezeit hinweisen? Und wir können über jedes Detail länger noch diskutieren. Aber ich wünsche Ihnen viel Kraft und Erfolg der Sozialdemokratie auf Bundesebene, dass das, was Sie vorschlagen, auch endlich auch mal Realität wird. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, damit ist die Aktuelle Stunde. Ach, Entschuldigung. Danke für den Hinweis. Einfach so, ohne Ankündigung. Nicht ganz wahrscheinlich. Es kommt immer darauf an, was man unter Sozialpolitik so versteht, Herr Rock. Wir haben vielleicht einen weiteren Begriff als Sie. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die SPD-Fraktion greift mit dieser Aktuellen Stunde ein wirklich wichtiges Thema auf, das viele Menschen bewegt und mit Sorge erfüllt, drohende Altersarmut. Als Gesellschaft stehen wir gemeinsam vor der schwierigen Frage, wie unser Rentenversicherungssystem zur Verhinderung von Altersarmut verbessert werden kann. Die Große Koalition im Bund hat dazu in ihrem Koalitionsvertrag eine Verabredung getroffen. Und aus den Medien erfahren wir aktuell, dass das Konzept, das Bundesminister Heil vorgelegt hat, bisher, sagen wir, nicht ausreichend zwischen den Koalitionspartnern abgestimmt ist. Es ist aber nicht meine Aufgabe als hessischer Sozialminister, hier und heute die Qualität der Kommunikation der Koalition im Bund zu bewerten. Deshalb will ich die Gelegenheit nutzen, einige grundsätzliche Ausführungen zum Thema zu machen. Die Alterssicherung von Menschen zu verbessern, die ihr ganzes Leben hart gearbeitet, aber wenig verdient haben, ist notwendig. Vor allem übrigens, wenn wir uns die Renten von Frauen ansehen. Lebenslang zu arbeiten, dennoch aber nur eine niedrige Rente zu erhalten, das trifft insbesondere Frauen. Eine Grundrente zur Bekämpfung von Altersarmut ist deshalb sozialpolitisch in jedem Fall zu begrüßen. Es ist aber auch für die Akzeptanz unseres Systems der umlagefinanzierten Rentenversicherung notwendig, dass Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, eine Rente bekommen, die es ihnen ermöglicht, auch im Alter ein Leben in Würde zu führen und die oberhalb der bestehenden Grundsicherung liegt. Und deshalb sind wir uns hoffentlich darin einig, dass Altersarmut möglichst zielgenau bekämpft werden muss, um die Betroffenen aus der Armut zu holen, aber auch, um mögliche Gerechtigkeitsfragen nicht offen zu lassen. Und deshalb, so wünschenswert es auch sein mag, ist doch klar, dass ein tragbares Finanzierungskonzept zwingend dazugehört und aktuell offensichtlich noch fehlt. Wir wollen eine solidarische Alterssicherung, die für alle Bürgerinnen und Bürger funktioniert. Alle sollen sicher sein können, dass sich ihre Rentenbeiträge später auszahlen und ihnen im Alter keine Armut droht. Und deshalb ist es auch gut, dass das Thema nun angegangen wird. Der zuständige Bundesminister hat, ich will mal sagen, sein Konzept vorgelegt, so wie er es sich vorstellt. Er stellt sich vor, dass der Kreis der Begünstigten einer Grundrente erheblich ausgeweitet wird und es keine Bedürftigkeitsprüfung geben soll. Das kann man so wollen. Zur Wahrheit gehört dann aber auch, dass die Kosten dafür derzeit auf etwa 5 Milliarden € jährlich geschätzt werden. Die Finanzierung einer Grundrente aus Steuermitteln ist grundsätzlich zu begrüßen. Denn die Vermeidung von Altersarmut ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch die gesamte Gesellschaft solidarisch tragen sollte. Auch aus Gründen der Generationengerechtigkeit können die Kosten einer Grundrente nicht nur dem immer kleiner werdenden Teil der jüngeren arbeitenden Bevölkerung aufgebürdet werden. So jedenfalls würde unser Rentensystem nicht Demografie fest. Und deshalb kann ich abschließend für die Landesregierung nur sagen, wir warten die konkreten und dann auch geeinten Vorschläge der Bundesregierung ab, erwarten aber auch, dass diese Vorschläge tragfähig finanziert, armutsfest und generationengerecht sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Meine Damen und Herren, damit ist nun die Aktuelle Stunde der SPD betreffend Grundrente abgehalten. Ich darf Sie noch freundschaftlich darauf hinweisen, wenn Sie hier einzelne Wortmeldungen vorne abgeben, weil wir uns alle noch näher kennenlernen dürfen, dass Sie auch nicht nur den Namen, sondern auch die Fraktionszugehörigkeit dazu schreiben. Das erleichtert uns ein bisschen das erste Kennenlernen und auch das Leben hier vorne. Vielen Dank. Okay.